Ey, da reden alle von Gleichberechtigung und so. Und da meinen auch wirklich Leute, sowas wäre heute und modern und in. Das machen andere schon seit zig Generationen. Heute erzähle ich euch was über biparentale Maulbrüter. Ja, was ist das denn? Wie sehen die denn aus? Ja, das kommt jetzt. So, wir fangen mal ganz langsam an, ne? Also dieser biparentale Maulbrüter, also so einen Zettel habe ich hier gekriegt. Meine Mitarbeiter, die helfen mir natürlich. Ne? Der Chef weiß nicht alles und haben sie mir einen Zettel geschrieben, dass ich weiß, wie der heißt. Weiß ich nicht. Kann man das lesen, was da drauf steht? Guckt euch das mal an, was da steht. So einen Namen habe ich. Also ein Cenotilapia ist klar. Den Rest können wir uns irgendwie anders denken. Ochrogenis endole oder so ähnlich. Also, dass das ein Buntbarsch ist, ein Cichlide aus Ostafrika, ein Sandcichlide ist, dann erschöpft sich das schon alle, aber Name gibt er nicht. Ey, ich habe schon so oft darüber rumgelästert, was die Leute den Fischen oder überhaupt den Tieren für Namen geben. Also so die deutschen Namen sind ja Schall und Rauch, das wissen wir alle. Nur der lateinische Name gilt. Ja. Ist auch international auf alle Fälle anerkannt, ganz klar, gar keine Frage. Aber den so zu verkaufen, so ein Verkaufsgespräch, ja, hier so den Cenotilapia, das kriegen wir ja noch hin. Aber man muss ja auch nicht immer Vor- und Zunamen sagen. Die letzte Zeit sprechen mich ja auch alle im Laden mit Norbert an. Dann bleiben wir beim Cenotilapia oder wir bleiben beim Sandseelede. Ich würde ja sagen, das ist einfach ein schöner kleiner Wühler, der immer, wie wir hier so sehen, immer auf dem Bodengrund irgendwo ist und den Sand durchkaut. Ob da was drin ist oder nichts, ist dem ganz shit egal, da geht er einfach dran. Man kann ihn aber natürlich auch an der Oberfläche füttern. Ich gucke mal, ob ich hier das Loch im Aquarium treffe. Ja, da kommen also auch ein paar Flockenfutter. Die nehmen sie natürlich auch an. Das ist auch alles total prima. Und wenn jetzt von dem Futter so kleine Krümel irgendwo auf dem Boden liegen bleiben und auf dem Sand sind, im Sand, dann wird gleich umso mehr im Sand gewühlt. Da könnte ja irgendwo noch was überbleiben. Also ich finde den kleinen Zichlin hübsch, weil auch ganz friedlich. Klar, wir können ja jetzt sagen, der kommt aus Ostafrika. Der müsste natürlich in so einen endemischen ostafrikanischen Zichliden-Aquarium rein. Ja, habt ihr recht. Müsste, hätte, hätte, Wasserkette. Kann man machen, sollte man vielleicht machen, muss man aber nicht. Also dieser kleine Sandzichlide, der wird nur so 12, 13 cm groß, bleibt relativ friedlich. Hier der bisschen größere, den würde ich jetzt schon so auf 8 bis 9 cm schätzen. Dann wisst ihr ungefähr, wie groß der wird. Das heißt, der kann tatsächlich im ganz normalen Gemeinschaftsaquarium leben unter einer Bedingung, da muss ziemlich viel Sand im Boden sein. Das heißt, der macht den Sand permanent sauber, frisst gerne die Futterreste weg, aber wie wir gerade auch gesehen haben, geht er natürlich auch an schwebendes Futter, der holt sich das schon weg, der verhungert nicht im Aquarium. Wenn ihr eure Fische füttert im Aquarium und an der Oberfläche ist alles weg und die haben nichts abgekriegt, da braucht ihr keine Angst haben. Nach wenigen Tagen haben die das raus und kriegen das. Wir sehen also hier so eine Gruppe von relativ blassen Fischen und nur einer ist also schön in Farbe. Der eine ist natürlich ganz klar das Männchen, aber wenn ich mir die so genau angucke, sind auch so etwas blassere, wo ich in der Rückenflosse auch schon Andeutung von Zeichnung sehe. Der zweite, der zweitstärkste Männchen, das wird natürlich immer so ein bisschen unterdrückt und weil er dann Angst hat, regelmäßig eine Tracht Prügel zu kriegen, hält er seine Farben ein bisschen bedeckt und balzt nur dann, wenn der andere weg ist oder beschäftigt ist. Apropos Balzen, die legen so 20 bis 30 Eier. Wenn sie also so ihre Größe haben, 11, 12 Zentimeter, erreichen sie in wenigen Monaten. Und dann kommt aber eigentlich so das Spannende, haben wir alles schon gehört, die machen sich so eine kleine Lücke im Sand rein, aber wirklich übersichtlich groß. Das Weibchen legt die Eier ab, 20, 30 Stück, nimmt die im Maul, so 18 bis 20 Tage und dann schlüpfen die Jungen. Und dann kommt der große Augenblick von diesen biparentalen Maulbrütern. Dann hat die keinen Bock mehr,
Und dann ist das Männchen dabei und übernimmt die Jungen. Und dann hat der die noch so lange im Maul, bis die Jungen frei schwimmen und ihn verlassen und das Weibchen also wieder die nächste Brut großziehen. Das ist eigentlich interessant. Das ist, glaube ich, so ein Unikat. Wir kennen so von anderen Fischen, die so Gelege bewachen und keine Maulbrüter sind. Männchen und Weibchen fächern die Eier, pflegen die Junge oder einer verteidigt die Jungen und der andere pflegt die. Aber dass da so richtig Jobsharing stattfindet, das heißt also, die ersten 20 Tage nimmt das Weibchen Elternzeit und anschließend ein Männchen, ist in meinen Augen unikat bei den Aquarienfischen. Ich habe es vorher noch nicht gesehen, kenne ich auch nicht anders. Das Männchen ist auch richtig schön attraktiv. Aber bitte nicht nur ein Männerbecken machen, da habt ihr gar nichts von. Denn wenn ihr dann nur Männer im Aquarium habt, hat nur einer Farbe, alle anderen sehen aus wie Weibchen. Nicht nur ein Pärchen ins Aquarium setzen. In der Natur sieht man die manchmal paarweise schwimmen. Kann auch funktionieren, geht auch. Schöner ist aber ein paar Weibchen dabei. So ideal ist so eine Sechsergruppe. Ich würde also so sagen, zwei Männchen und vier Weibchen. Denn falls man mal wirklich den Verlust so von einem Männchen haben sollte, anschließend einzelnes Männchen nachkriegen, ist also oft schwierig. Wenn man die natürlich ganz klein kauft, kann man die nicht unterscheiden. Klar, dann läuft man eben in das Risiko, dass man da tatsächlich eine Männergruppe hat. Hat man halt nur den Nachteil, dass man eben keinen Nachwuchs hat. Aber ansonsten, wenn wir mal so sehen, farblich sind die natürlich nicht das Herausstechende. Vom Verhalten sind die interessant. Einfach immer auf der Erde, immer am Gucken, wo kann ich im Sand buddeln, wo kann ich was kriegen. Die Wasseransprüche sind bei denen schon etwas anders wie bei vielen anderen. Das heißt, wenn ihr zu Hause ein totales Weichwasser-Aquarium habt mit einem extrem niedrigen pH-Wert, geht das alle nicht. Das ist eben die ostafrikanischen Seen. Die sind ziemlich stark aufmineralisiert. Da braucht man also schon so einen Härtewert von 10 bis 20 deutsche Härte. 15 Carbonathärte mögen die und pH-Wert auf alle Fälle über 7. 7,5 bis 8 ist also total in Ordnung. Die gehen sogar vom pH-Wert hoch bis 9,5. Aber das ist ja ein Wert, den können wir so im Aquarium ja kaum erreichen. Also wenn man die Fische so sieht, immer so in Bodengrundhöhe, bisschen darüber. Eigentlich so ein ganz anderer Schwimmbereich, wie wir das gewohnt sind, wo die meisten Fische sind. Keine Oberflächenfische, gar nichts im Mittelwasser. Das ganze Aquarium ist fast leer. Wir haben ja nicht nur eine Fischart im Aquarium. Da sind die natürlich ideal für, um den Bodengrund zu bedecken, um da Leben zu bringen, um Futterreste zu bringen. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, härteres Wasser brauchen die, pH-Wert weit über 7. Nicht für ein anderes Aquarium geeignet. Wenn jetzt einer sagt, oh Mann, ich habe ein Diskus-Aquarium mit ein bisschen Sand drin, sowas fehlt mir und noch, das passt natürlich überhaupt nicht. Sowas kann man nicht zusammenpflegen. Aber ansonsten natürlich auch so im Tanganyika-Aquarium zu den größeren Zichliden. Die sind total friedlich. Man sieht, da sind immer welche am Wühlen, immer ein paar Kobolde im Wasser, die für Leben, für Action sorgen. Ich finde solche Fische richtig klasse. Ich würde die in mein Aquarium auf alle Fälle sofort reinpacken. Vom Schwimmverhalten und vom Durchkaufverhalten, vom Bodengrund, können wir uns ja auch eigentlich schon Rückschlüsse auf die Ernährung ziehen. Ja klar, wenn wir die sehen, immer am Boden, immer am Wühlen, immer am Durchsieben. Was ist denn im Bodengrund in der Natur drin? Alles an Wasserinsekten, was es gibt. Ob jetzt da verschiedene Würmer oder Mückenlarven oder Ähnliches drin sind. Natürlich auch alles, was mal zu Boden gefallen ist, was abgestorben ist. Ja, selbst Kotreste werden noch mal durchgekaut, ob da noch irgendwas Brauchbares von drin ist. Das heißt, das ist eine richtig tolle Bodenpolizei. Wo die jetzt aber so klein sind, 12, 13 Zentimeter nur, werden jetzt bitte nicht in ein 100 Liter Aquarium reinpacken. Ich brauche ja da eine Gruppe von mindestens 6 oder wir haben hier, glaube ich, 10 Tiere drin. Und dann wäre schon so ein Aquarium von ja mindestens 300, besser 400 Liter. Viel Sandboden natürlich dann dabei, um denen natürlich ein schönes Gehege zu geben, wo sie sich wohlfühlen und wo ich auch mal Ableichen beobachten kann, ob ich jetzt die Jungtiere großziehen will oder nicht. Das ist ja eine Nebensache, aber einfach das Balzen, das Ableichen sehen, das Weibchen hat die Eier im Maul, das Männchen nachher zum Schluss. Vielleicht sieht man dann auch mal, wie die frisch geschlüpften Jungen vom Maul des Weibchens in das des Männchens
wandern. Das sind natürlich einfach mal so kleine Highlights als Aquarianer, wenn man da so gemütlich daneben sitzt und so was beobachtet. Also trotz dieses Namens, also Cenotilapia kriege ich ja noch hin, das andere, da tue ich mir ja wirklich ein bisschen schwer bei. Gibt kein deutscher Name, verzichten wir drauf, aber auf den Fisch verzichten wir nicht. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Also ich hätte Spaß an so einem Fisch. Schreibt doch mal, ob ihr auch Spaß an so einem Fisch hättet. Das würde mich mal interessieren, ob ich da so komplett neben der Spur liege oder, ja, liegt ihr auch so neben der Spur oder ist das vielleicht normal? Ihr schreibt mir das, ne? Haltungscheck. Der namenlose deutsche Fisch, lateinischer Name, fängt an mit Cenotilapia, der Rest steht hier unten drin. Wird 12 bis 13 cm groß. Aquariumgröße, schön wäre es ein 400 Liter Aquarium. Wie alt die Fische werden, ist tatsächlich noch gar nicht so richtig bekannt. 10 Jahre ganz locker, aber den gibt es noch gar nicht so lange im aquaristischen Handel, dass man da mehrfach gehört hat, wie alt der geworden ist. Genauso über Geschlechtsreife, wann die so weit sind, ist auch nichts bekannt. Ich würde mal schätzen, irgendwo zwischen 8 und 10 Monate, dann werden sich die Jungtiere auch vermehren. Wenn sie sich vermehren, dann legt also das Weibchen so 20, wenn größer ist 30 Eier. Weibchen hat die, das ist ja bei biparentaler Maulbrüter spannend, das Weibchen hält die Eier 18 bis 20 Tage im Maul. Ernährung in der Natur, natürlich Krebstierchen, Würmer, alles, was so am Boden ist, Futterreste. Aber ihr habt ja gesehen, die nehmen Flockenfutter auch. Ihr wisst ja, abwechslungsreich ist ganz wichtig. Lebendfutter wird natürlich bevorzugt. Nur in den letzten Videos habe ich immer und immer wieder nur Lebendfutter gezeigt. Es gibt so viele Futtermischungen, die auch super hochwertig sind. Aber kauft euch bitte nicht einen großen Pott und schmeißt immer jeden Tag das Gleiche rein. Guckt mal auf euren Teller, wie oft sich die Mahlzeit, die Ernährung morgens, mittags, abends und im Laufe der Woche ändert. So abwechslungsreich wie ihr esst, so abwechslungsreich wollen das unsere Fische aus. Die Tiere kommen aus Ostafrika, aus dem Tanganyika-See. Da ist es im Allgemeinen so 23 bis 27 Grad. Versucht das anzupassen. pH-Wert ist dann natürlich hoch, weil diese Seen sehr aufmineralisiert sind. Das heißt, so einen pH-Wert haben wir von 7,5 bis 9 dort. Das haben sie natürlich auch gerne. Dann geht bitte nicht unter 7, dann mögen sie gar nicht. Genauso mit der deutschen Härte, also 10 bis 20. Ja, wenn ihr da nur 8 habt, dann könnt ihr sich da auch dran gewöhnen. Das ist dann auch in Ordnung. Als Deko ist ganz wichtig, große Teile im Aquarium müssen Sand sein, weil wir sehen ja, die sind den ganzen Tag nur im Sand am Wühlen, am Graben, am Durchkauen. Das ist schon wichtig. 6 Tiere sollte der Mindestbestand sein, um eine schöne Gruppe zu haben. Und dann denke ich mal, dann hat man da viel Spaß dran. Und ich finde, das ist ein wirklich außergewöhnlicher Fisch. Wir sehen uns nächste Tage. Tschüss.